Herzlich willkommen zum AZ Sports Coaching Podcast. Das ist Folge Nummer 30. Wir haben also ein kleines Jubiläum und heute geht es ein bisschen um Core Training, wie wir das gut aktivieren können und die aktuellen News in der Functional Fitness Szene. Bis gleich nach dem Intro. So, herzlich willkommen, Folge Nummer 30, bin sehr stolz drauf, dass ich so durchgezogen habe mit unterschiedlichsten Gästen und auch ein paar Solo-Folgen und heute wird auch wieder eine Solo-Folge stattfinden. Ich habe schon erwähnt, das Thema wird heute Core-Training sein oder Core-Activation, wie wir das gut aktivieren können. Bevor wir mit dem Thema und der Folge loslegen, einmal das Sponsoring der Folge folgt natürlich wieder über HBN-Supplements. Ihr wisst bereits Bescheid, dass das mein neuer Supplement-Partner ist. Schöne Grüße an Holger Guck da draußen. Vielleicht schicke ich an ihn auch mal eine Einladung raus, dass er hier im Podcast auftritt. Ihr bekommt bei HBN-Supplements sehr gute gesundheitsbewusste Supplements. Also nicht nur das typische Proteinpulver und die Aminos, die ihr da auch bekommt, aber eben auch sehr viele gute Produkte für die Verdauung, für die Darmgesundheit. Und momentan gerade sind die Produkte der Darmgesundheit, ich habe letztes Mal in der Folge schon ein bisschen was zum Bacillus subtilis erwähnt, gibt es momentan gerade krasse Rabatte. Ihr bekommt natürlich über meinen Link in der Instagram-Bio weiterhin den besten Deal. Und ihr habt aber dann noch weitere Rabatte, weil momentan gerade Aktionswochen sind. Also es gibt auch den Bacillus subtilis Verdauungsshake, wo dann einfach nochmal Ballaststoffe drin sind. Und alles, was eure Verdauung positiv beeinflusst, genauso auch wie die Kapseln, die ich letztes Mal schon erwähnt habe. Also geht auf die Seite hbn-supplements.de, gebt entweder den Code ein oder geht über den Link rein. Und dann werdet ihr da nochmal die Produkte finden. Und natürlich erwähne ich auch weiterhin gerne den Golds Gym Shop, also Golds Gym Shop. Da werdet ihr dann nochmal coole, stylische Kleidung finden. Ich habe mir jetzt meinen Trainingsanzug nochmal komplettiert. Ich hatte eine Trainingshose, die von der Qualität wirklich sehr cool ist, in so einem Olivgrün und habe mir da jetzt die passenden Zipper noch dazu geholt. Also wenn ihr gute Klamotten haben wollt für das Training oder auch zwischen den Trainingseinheiten oder mal eine Jacke zum Drüberwerfen, weil momentan haben wir ja gerade so ein Wetter, wo man immer mal was zum Drüberwerfen braucht, wenn man eine gute Session gemacht hat und dann zwischendurch dann auch mal raus in die Kälte oder so geht, weil momentan ist gerade regnerisches Wetter, je nachdem wo ihr sitzt und wo ihr den Podcast hört. Also bei mir ist auf jeden Fall in Süddeutschland regnerisches Wetter und deswegen hilft es auch die Jacke da nochmal drüber zu ziehen. Da bekommt ihr eben auch 10% auf den Golds Gym Shop. Okay, dann starten wir in die Folge rein. Und zwar, also, wir nehmen mal den Oberbegriff Loaded Carries, also etwas durch die Gegend tragen, das schwer ist, mittelschwer ist, das euch auf jeden Fall herausfordert. Für mich ist das ein sehr gutes Tool, um eben die Rumpfmuskulatur, die Körpermitte sehr gut zu kräftigen, sehr gut zu stärken. Die Körpermitte, also der Core, ist ja auf jeden Fall ein Bereich, der den Oberkörper und den Unterkörper miteinander verbindet. Also im Endeffekt Oberkörper alles, was Schulter ist und Unterkörper alles, was ab der Hüfte abwärts ist, Knie, Sprunggelenk und so weiter. Und in der Mitte haben wir unseren Kern, unseren Core. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, diese beiden, also Ober- und Unterkörper miteinander zu verbinden und der Core ist eben der zentrale Punkt, der das Ganze macht. Das heißt, wenn wir von, viele nennen das dann Bauchmuskeltraining, Bauchkiller, was auch immer, und ich will ein bisschen weg von dem Gedanke, dass wir nur ganz klassische Bauchmuskelübungen machen, wie Sit-Ups, Crunches, alles was so in die Richtung geht, wo wir die geraden Bauchmuskeln beanspruchen, hin zu Übungen, die etwas komplexer sind, wo ihr vielleicht den Core oder den Bauchmuskelbereich auch gar nicht so dominant spürt, aber es eben sehr wichtig ist, da in die richtige Position reinzugehen und da die richtige Aktivierung zu haben. Also Core to Extremity ist dann in dem Fall so ein bisschen das Fachspezifische, dass wir sagen,
Wir aktivieren unsere Körpermitte so gut, dass wir eben bis zu den Extremitäten, das wären dann Arme oder Beine, einen sehr guten positiven Übertrag haben. Und das können wir dann in unsere verschiedenen Sportarten auch mit rübernehmen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel überlegen beim Kampfsport, wenn wir uns einen Boxer anschauen, dann macht es auf jeden Fall absolut Sinn, von den Beinen her eine sehr gute Aktivierung in der Hüfte zu haben. Und die wird eben auch durch den Core stabilisiert und eingeleitet, um eben dann einen harten Punch raushauen zu können. Wenn wir die Aktivierung über den Boden und über die Körpermitte nicht haben, dann wird unser Punch oben entweder nicht so treffsicher sein oder er wird nicht so stark sein, wie er sein könnte, wenn wir das nicht vorher über Einzelteile so aktiviert haben, dass wir dann eben ein großes Gesamtkunstwerk draus schaffen und eben da ja den Schlag ins Ziel bringen. Oder wenn wir an Übungen wie Sportarten wie Baseball oder Tennis oder so denken, dass wir eben einen guten Schlag übers Netz hinbekommen, einen zielsicheren, um den Gegner eben dann da nochmal ein bisschen ja, mehr herauszufordern, weil wir eben es geschafft haben, über Core-Aktivitäten das positiv hinzubekommen. Und was sind Möglichkeiten, um eben zu sagen, ich gehe jetzt nicht in einen Kurs in meinem Gym oder ich mache jetzt nicht in meinem eigenen Training Crunches oder gehe an Dip-Barren und ziehe da die Knie hoch, was alles gute Sachen sind. Allerdings kann man es auch ein bisschen, ja, man kann es ein bisschen besser noch machen. Und deswegen spreche ich hier in dieser Podcast-Folge von Loaded Carries. Das heißt, wir tragen Sachen durch die Gegend in verschiedenen Positionen. Damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Also wer in dem Thema Functional Training etwas mehr drin ist und wer zum Beispiel in Themen wie Strongman-Sport mehr mit drin ist, der hat auf jeden Fall schon mal gesehen oder auch gemacht, dass es sich lohnt, in verschiedenen Positionen, die vielleicht für den normalen Fitnessstudio-Gänger etwas außergewöhnlich sind, Sachen durch die Gegend zu tragen. Zum Beispiel eine Kettlebell. Eine Kettlebell zu tragen, einfach eine Kettlebell zu nehmen, in der Hand wie so ein Koffer. Deswegen auch der Name dann Suitcase Carry oder Farmers Carry. Ja, viele werden wahrscheinlich den Farmers Carry jetzt auch über das High Rocks Movement kennengelernt haben. Da haben wir jetzt zwei Kugeln in der Hand und tragen die durch die Gegend. Und das ist auf jeden Fall absolutes Core-Training, weil wir tragen Sachen durch die Gegend und versuchen unsere Körperhaltung so anzupassen, dass wir eben positiven Benefit und einen positiven Übertrag haben, um unsere Körpermitte zu stärken. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, das einarmig zu machen. Wir haben die Möglichkeit, das beidarmig zu machen. Wir haben die Möglichkeit, zum Beispiel einmal das Gewicht in der Hand zu haben, wie einen Koffer zu tragen. Und das andere Gewicht tragen wir zum Beispiel vor der Brust oder über dem Kopf. Ein Offset Carry. Das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Positionen. Wir haben vielleicht auch zwei unterschiedliche Gewichte. Es müssen auch nicht immer die gleichen Gewichte sein, ne? Beim High Rocks, klar, da ist es vorgeschrieben, dass alle die gleichen Gewichte nehmen, also in den jeweiligen Kategorien. Dass man zum Beispiel zwei 16 Kilo Kettlebells in der Hand hat und die trägt, aber es geht natürlich genauso auch, dass wir sagen, wir tragen in der Hand eine 16 Kilo Kettlebell wie einen Koffer und tragen eine 12 Kilo Kettlebell vor der Brust und müssen natürlich unsere Körperhaltung dann demnach ausrichten, dass wir das positiv machen, dass wir positiv was mitnehmen können. Ja, also und Kettlebells ist eine Möglichkeit. Wir können Kurzhanteln nehmen, wir können Sandbags nehmen. Ja, die Sandbags kennen viele auch vom High Rock Sport jetzt mittlerweile, aber es gibt ja auch große Sandbags, die im Endeffekt aussehen wie so ein Atlasstein vom Strongman Sport, aber sie sind eben besser zu greifen, weil sie ein bisschen weicher sind, sie sind mit Sand gefüllt. Und da haben wir auch die Möglichkeit, die vor der Brust zu tragen, die auf der Schulter oben zu tragen. Und wer das schon mal gemacht hat, der hat sicherlich auch schon mal herausgefunden, dass es gar nicht so einfach ist, die Körperhaltung, die symmetrische Körperhaltung rechts, links so aufrecht zu halten, dass man eben sagt, ich habe das Ganze unter Kontrolle. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Sachen erwähnt, also einen Farmers Carry, ein Suitcase Carry, wo wir Kugeln oder Kurzhanteln in den Händen tragen und die wie einen Koffer transportieren. Das ist wahrscheinlich für die meisten so der einfachste Zugang zu dem Thema. Dann können wir das Ganze vor der Brust tragen. Das ist dann, ja, entweder ist es ein Front Rack Carry, also Front Rack, wie wenn wir eine Langhantel beim Front Squat vor der Brust haben.
Oder wir haben einen Bear Hug Carry, das heißt, wir umarmen einen großen Sandbag, so dass wir ihn vor der Brust tragen. Das ist dann auch ein positiver Übertrag, wie zum Beispiel alle Mütter da draußen oder Väter da draußen werden es kennen. Die Mütter natürlich noch mehr, weil die haben 9 Monate lang in der Schwangerschaft mehr oder weniger das Kind, das dann bald auf die Welt kommt, in so einer Position. Und später, wenn das Kind dann da ist, dann trägt man das Kind auch oft hinten auf dem Rücken oder vorne. Und für solche Situationen kann man sich natürlich in dem Fall sehr gut vorbereiten, mit einem Sandbag beispielsweise. Und das Ganze geht natürlich auch über Kopf. Also es wäre dann ein Waiter's Carry, wie wenn man, das kann man sich vorstellen, wie wenn man ein Kellner ist, ein Ober ist und eben ein Tablett über Kopf trägt. Und in dem Fall wollen wir, mit einem Tablett ist auch gar nicht so schlecht, weil da muss man ein bisschen was balancemäßig ausgleichen, wenn man da Gläser hat, die man balancieren muss sozusagen bis zum Tisch und man will nicht, dass die vorher runterfallen. Und deswegen ein Waiter's Carry, auch hier habe ich die Möglichkeit, eine Kurzhantel, eine Kettlebell über Kopf zu tragen, was so die anspruchsvollste von diesen Positionen ist. Und das Ganze kann ich natürlich einarmig machen, das kann ich natürlich auch beidarmig machen. Ich finde, der Zugang einarmig, den finde ich fast noch ein bisschen besser, weil wir immer eine stärkere und eine schwächere Seite haben werden. Ja, als Rechtshänder habe ich meistens dann ein bisschen mehr koordinativ drauf und ein bisschen mehr Kraft dann auf der rechten Seite und auf der linken Seite bin ich meistens nicht so gut. Weniger Kraft in den Händen, weniger Kraft in den Unterarmen und dementsprechend macht es auch Sinn, die schwächere Seite natürlich da so positiv zu trainieren. Da wir, wenn wir im Alltag unterwegs sind, natürlich auch nie gleiche Lasten haben. Also stellen wir uns zum Beispiel mal vor, wir gehen einkaufen und haben unsere Einkäufe in der Hand, da wird ja die rechte Tasche und die linke Tasche niemals gleich viel wiegen. Wir wissen auch gar nicht, was die Tasche wiegt, ist auch egal, weil wir haben unsere Einkäufe da reingepackt und tragen die nach Hause und es muss irgendwie funktionieren. Und dann wechseln wir die Tasche von rechts nach links oder tragen es auf der Schulter, tragen es in der Hand, über Kopf tragen wir es meistens nicht. Allerdings die anderen Positionen auf jeden Fall. Und so können wir das ins Training natürlich auch positiv übertragen, dass wir sagen, wir nehmen mal absichtlich eine ungleiche Last, nehmen in die rechte Hand ein anderes Gewicht wie in die linke Hand oder nehmen in die linke Hand eine Kettlebell mit einem angenehmen Griff und nehmen in die rechte Hand eine Kurzhantel mit einem vielleicht ein bisschen unangenehmeren Griff, wo uns das Gewicht so ein bisschen aus der Hand rausrutscht, dass wir eben das Training so gestalten, wie unser Alltag ist, also alltagsrealistischer. Genauso auch, wenn wir, alle Eltern wissen das, 2 Kinder, das eine Kind ist schwerer als das andere, weil es älter ist, Junge oder Mädchen, und das soll auch irgendwie funktionieren. Ja, also macht es auf jeden Fall Sinn, das Training auch realistischer an den Alltag anzupassen, weil wir da eben auch oft ungleiche Lasten haben. Also sowohl in der Position als auch in dem Gewicht, das wir dann durch die Gegend tragen. Und man weiß relativ schnell selber, welche die Seite ist, wo man mehr Mühe hat. Ja, als Rechtshänder ist es meistens klassisch die linke Seite, wo man einfach, wie ich vorher schon erwähnt habe, koordinativ schwächer ist und von der Kraft her auch schwächer ist. Und dann macht es definitiv Sinn, die linke Seite oder die schwächere Seite, wenn ihr jetzt Linkshänder seid, ist es dann die andere Seite, öfters ins Training mit einzubinden und nicht immer gleichmäßig zu trainieren, weil dann kann ja die bisschen schlechtere Seite niemals aufholen. Und wird immer die gleiche schlechte Seite bleiben. Also schlecht ist in Anführungsstrichen die schlechtere Seite oder die nicht so kräftige Seite. Ja, also, um das mal zusammenzufassen und euch mal eine Idee zu geben, wie könnt ihr das im Training denn gestalten? Ist es zum Beispiel cool, wenn ihr euch ein Gewicht raussucht, also wenn ihr schon ein bisschen in diesem Spiel drin seid oder wenn ihr zum Beispiel High Rocks schon gemacht habt, dann wisst ihr ja, als Frau trägt man 16 Kilo durch die Gegend, als Mann trägt man 24 Kilo durch die Gegend. Oder wenn man in der Pro-Kategorie ist, 24 oder 32, dann kann man ja da ein bisschen dazwischen spielen. Man muss auch nicht immer gleich das Wettkampfgewicht nehmen, sondern kann auch mal ein bisschen weniger Gewichte nehmen und es ein bisschen langsamer durch die Gegend tragen. Oder auch mehr Gewicht nehmen und nicht komplette Strecke zu machen. Dass man beispielsweise als Idee, als kleinen, minimalen Trainingsplan sagt, ich versuche jetzt jeden Tag, ja, eine kleine Carry-Runde zu machen, eine kleine Loaded-Carry-Runde zu machen, ohne dass ich jetzt eine riesige Trainingseinheit gestalten muss, sondern ich nehme das einfach als kleine, regelmäßige Trainingssession und sage mir,
Ich richte mir 10 Minuten ein, aber auch für alle diejenigen, die zu Hause Gewichte haben und aus der Corona-Zeit die Sachen vielleicht schon ein bisschen eingestaubt sind und ihr wollt die einfach nochmal positiv einsetzen, weil ihr habt die schon. Und dann sagt ihr euch, okay, setzt mir einen Timer, 10 Minuten, macht es vielleicht morgens vor der Arbeit oder Mittagspause oder abends, wann ihr eben euer Zeitfenster habt, sehr regelmäßig, damit der Körper eben da auch eine gute Weiterentwicklung hat und den positiven Reiz mitnehmen kann. Ich trage 30 Sekunden lang Gewicht 1 in der linken Hand durch die Gegend. Danach wechsle ich das Gewicht in die rechte Hand, trage das auch wieder 30 Sekunden durch die Gegend. Dann nehme ich das Gewicht und nehme es in die Front Rack Carry. Also ich trage es an sich eher wie so eine Handtasche vor der Brust und der Ellbogen habe ich eng am Körper angelegt. Links 30 Sekunden, rechts 30 Sekunden und danach gehe ich über Kopf und trage es wie ein Kellner ein Tablett über dem Kopf mit durchgestrecktem Arm. 30 Sekunden links, 30 Sekunden rechts, setze das Gewicht ab, mache eine Pause von einer Minute und mache das Ganze nochmal. Und versuche herauszufinden, ob ich meine Position gut halten kann. Das heißt, kann ich den Arm, den Ellbogen wirklich gestreckt halten? Oder knickt mir der Arm ein und das Gewicht drückt mich nach unten und ich habe es noch nicht im Griff? Dann ist das Gewicht wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch zu hoch. Oder rutsche ich mit meiner Schulter nach vorne und kann meinen Brustkorb nicht aufrecht halten? Habe ich Schwierigkeiten, zieht mich das Gewicht nach unten, nehme ich ein anderes Gewicht. Ne? Also wählt am Anfang ein Gewicht, das ihr gut durch die Gegend tragen könnt für diese 30 Sekunden pro Seite und pro Arm. Ja? Wenn ihr das dann zusammenrechnet, dann hat das Ganze 3 Minuten gedauert mit kleinen Pausen dazwischen. Könnt ihr 2 Runden machen, könnt ihr 3 Runden machen. Dann macht ihr das mal eine Woche so. In der nächsten Woche merkt ihr, wow, es fällt mir jetzt schon ein bisschen leichter. Kann ich das eventuell das Gewicht erhöhen, wenn ich die Möglichkeit habe vom Equipment, oder ich laufe länger durch die Gegend. Ja, und es ist wirklich nur ein paar Meter nach vorne laufen, ein paar Meter im Kreis laufen, wie ihr wollt, bei euch im Garten, wenn ihr eine große Wohnung habt, könnt ihr es euch da auch machen, um eben dem Alltag nochmal entgegenzukommen. Also einfach nochmal sehr nah an Bewegungen im Alltag ranzukommen, wenn ihr Gartenarbeit macht, wenn ihr ganz klassisch, wenn ihr einen Umzug macht oder wenn ihr beim Umzug helft oder so, es sind oft Situationen oder Positionen, die man da reingeht, die unangenehm sind, die nicht cool sind, auf die man sich nicht so optimal vorbereiten kann. Aber mit solchen Übungen, mit Loaded Carries, könnt ihr euch auf jeden Fall da ein bisschen abhärten, da ein bisschen indirekt drauf vorbereiten und ich setze wirklich drauf, dass ihr das sehr regelmäßig macht und dass ihr das gar nicht wirklich als Training seht, sondern dass ihr das einfach seht als Aufgabe, die ihr am Tag habt, wie ihr auch Zähne putzt, dass ihr sagt, ich trage einfach 3, 4, 5 Minuten Gegenstände durch die Gegend. Wenn ihr eine Sandbag habt, könnt ihr die Sandbag auch nehmen, vor der Brust positionieren, ihr umarmt sie sozusagen oder ihr habt einen Sandbag, ist auch cool, kann man Sand reinfüllen, kann ein bisschen mehr Sand reinfüllen, kann ein bisschen weniger Sand reinfüllen. Und man versucht eben, diese Sachen dann durch die Gegend zu tragen und das Ganze zu beherrschen. Dann, ihr werdet dann merken, nach einer gewissen Zeit, nächstes Mal, wenn ihr euren Koffer beim Urlaub mitnehmt, zum Flughafen geht, oben in das Handgepäckfach oben reinsteckt und so weiter, da werdet ihr es leichter haben, weil ihr euch mit diesen Carries darauf vorbereitet habt, ja. Und das ist im Endeffekt die positive Message, die ich euch da mitgeben will, dass diese Carries wirklich unterschätzt werden und die von vielen gar nicht als Core-Übungen wahrgenommen werden, weil klar, es ist nicht so, wie wenn ich jetzt, sagen wir mal ganz übertrieben, 20 Crunches mache und 20 Klappmesser mache und irgendwie in der Plank noch Position einnehme, dann brennt mein Bauch vielleicht ein bisschen mehr. Es ist intensiver, weil es zielgenauer ist. Aber ich habe eben nicht so diesen positiven Übertrag, diesen Core-to-Extremity-Übertrag, wie ich ihn mit den Carries eben habe, wo eben sehr viele Gelenke und Gelenkpositionen daran beteiligt sind und eben mein Rumpf das zentrale System ist, das es eben schafft, den Oberkörper und den Unterkörper eben ja, zusammenzuführen und positiv miteinander zu kombinieren. Also daher einfach mal Sachen durch die Gegend tragen, Sachen durch die Gegend schleppen mit einer sehr guten Körperhaltung, mit einer positiven Körperhaltung, Brust raus, ich sage immer so ein ganz leicht arroganter Gang, ganz leicht Nase hoch und nicht zu kompliziert und es muss auch nicht zu umfangreich von der Dauer sein, 5 bis 10 Minuten reichen am Anfang, macht es lieber regelmäßiger,
Weil wenn ihr euch dann zusammenrechnet, wie oft ihr diese Carries dann gemacht habt, wenn ich euch jetzt sage, macht es jeden Tag und ihr macht es dann nachher 3 bis 4 Mal die Woche, und dann rechnet ihr das auf den Monat hoch und rechnet ihr das auf das Jahr hoch, dann habt ihr sehr häufig diese Übungen gemacht und dann, da kann der Körper sehr gut adaptieren. Ihr werdet euch dann in den Zeiten, in den Belastungszeiten steigern, ihr werdet euch in den Gewichten steigern und in dem Fall habt ihr wirklich ein sehr cooles Tool an der Hand und dafür lohnt sich es auch zum Beispiel, sich mal die ein oder andere Kettlebell oder Kurzhantel zu Hause zu holen, damit ihr das eben da machen könnt und ihr müsst für sowas nicht ins Studio gehen. Ne? Also wenn ihr ins Studio geht, kann ich euch dadurch vielleicht auch ein bisschen inspirieren. Nehmt euch mal eine Kugel, nehmt euch mal eine Kurzhantel, tragt die durch die Gegend, schaut im Spiegel, ob ihr eine gute Körperhaltung habt und geht mal den Plan so durch, wie ich es euch vorgeschlagen habe, einfach mal nur so ein paar Sekunden, 30 Sekunden, 45 Sekunden, 60 Sekunden und schaut auch, wo ist meine schwächere Seite, weil ihr werdet rausfinden, ihr habt definitiv eine schwächere Seite, hat jeder von uns und das können wir definitiv auch positiv beeinflussen. Ja? Und dann kann ein Ziel langfristig sein, dass man sagt, ich trage irgendwann mal, je nachdem, wie lange ihr schon Training macht und wie lange Krafttraining macht und wie gut eure Griffkraft zum Beispiel ist, damit haben wir auch viele Schwierigkeiten, ich trage dann irgendwann mal mein komplettes Körpergewicht verteilt auf 2 Gewichte in der Hand, wie einen Koffer oder wie 2 Koffer, 100 Meter und muss das Gewicht zwischendurch nicht absetzen. Ja, also in meinem Fall wäre es beispielsweise jetzt, das habe ich im Gym jetzt auch schon gemacht, ich habe jetzt knapp 85 Kilo, dann nehme ich eine 44 Kilo Kettlebell und nehme eine 40 Kilo Kettlebell und trage die 100 Meter und am Anfang sind es vielleicht 50 Meter und trage die nachher 100 Meter und versuche meine Körperhaltung beizubehalten und versuche die nicht absetzen zu müssen. Und das ist langfristig dann ein Ziel, dass ich sage, 100% von meinem Körpergewicht trage ich verteilt auf 2 Gewichte durch die Gegend. Beziehungsweise genauso auch über Kopf schaffe ich es irgendwann mal, 50% durch die Gegend zu tragen. Ja, also das mal als Idee, was die Loaded Carries angeht. Und dann für euch noch im Anschluss an die letzte Folge, wo ich ein bisschen über meine Wettkämpfe und Online-Qualifier und so gesprochen habe, nochmal Vervollständigung. Ich hatte ja die CrossFit Games Quarterfinals in der Age Group und die liefen im Großen und Ganzen insgesamt gut. Ich wusste ja relativ sicher, dass das die letzte Stage sein wird und dass es auf die Semifinals wirklich nur eine geringe Chance gab oder gibt. Und bin sehr zufrieden mit der Leistung. Danke nochmal an den Valentin von The Pace Programming, der mir da auch nochmal so ein bisschen den Gameplan zurechtgelegt hat. Welches Workout macht man als erstes? Wie soll man in dem Workout vorgehen, so ein bisschen strategisch? Er ist da wirklich super Experte und da habe ich wirklich auch, sagen wir mal, blind vertraut. Das habe ich jetzt dieses Jahr zum ersten Mal gemacht, dass ich da mir nochmal Rat vom Coach eingeholt habe, aber danke nochmal an dieser Stelle. Und am Ende, also Workouts liefen gut, ich habe dann von einem Workout, wo ich nicht 100% zufrieden war, habe ich nochmal ein Redo gemacht, das war das Clean and Jerk Workout. Es war ja so von der Erklärung, man hatte von Mittwochabend bis Montagnacht Zeit, die Workouts zu machen, musste Samstag Workout 1 und 2 hochladen und dann bis Montagnacht 3 und 4 und wir haben uns so eine Strategie zurechtgelegt, dass ich auch nochmal Luft hatte für ein Redo. Ich war mit allen Workouts im Großen und Ganzen zufrieden, happy, bis auf das eine Workout mit den Clean and Jerks, wo ich am Ende dann nochmal eine Wiederholung verkackt habe und mir dachte, ja, da war noch ein bisschen was drin. Dann habe ich da am Montag, an dem letzten Tag, wo man es dann einrechnen konnte, nochmal ein Redo gemacht, hat sich dann auch nochmal gelohnt. Die Strategie ist besser aufgegangen, war dann nochmal in Rücksprache und Valentin hat auch gemeint, wenn du denkst, da wäre noch was gegangen, dann mach's auf jeden Fall nochmal, weil nachher ärgerst du dich. Und das habe ich dann auch gemacht und es kam dann noch ein paar Wiederholungen mehr dabei raus und dann bin ich wirklich happy da rein, habe die Sachen hochgeladen und am Ende bin ich in meiner Age Group dann weltweit auf Platz 611 gelandet, Europa 169 und in Deutschland auf Platz 13, Altersgruppe 40 bis 44 und die weiteren Workouts, die ich dann gemacht habe, die waren dann Qualifier für, oder beziehungsweise waren es die Regionalmeisterschaften für den Bundesverband für Fitness. Da warte ich jetzt noch darauf, ob es gereicht hat, mich für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Und dann habe ich mit dem René, den ihr auch schon im Podcast gehört habt, ein paar Folgen weiter vorne könnt ihr blättern, habe ich die Qualifier fürs Battle the Beach gemacht.
Und da warten wir jetzt auch noch auf Rückmeldung. Ob es da geklappt hat, kann ich noch nichts dazu sagen, kann ich gar nicht einschätzen. Es gab ein Vorab-Leaderboard, allerdings wird es ja nochmal Online-Judging geben, No-Reps und so weiter. Und daher, ja, das werde ich dann in der nächsten Folge sagen, ob es gereicht hat, ob ich mich da auf einen, ja, nicht Online-Wettkampf, sondern einen In-Person-Wettkampf, also wirklich auf dem Competition-Floor, dann, ob ich mich dann freuen kann. Da werde ich euch dann nochmal davon berichten, wie das danach ausgefallen ist. Alles klar, dann sind wir durch mit der Folge. Klickt weiterhin auf die Show bewerten. Wenn ihr das Ganze bei Spotify anhört, gebt mir 5 Sterne. Damit helft ihr mir. Dann ja, könnt ihr gerne bei den Sponsoren natürlich Produkte holen, die euch was bringen, die euch weiterbringen. Fragt mich da gerne. Und jedes Like, jede Bewertung hilft natürlich, das Ganze hier zu pushen, dass man, ja, damit ihr eben weiterhin diese Folgen genießen könnt, weil es ist ja in dem Fall so, dass da natürlich auch ein bisschen Zeit und Geld rein investiert wird und so könnt ihr eben ein bisschen was zurückgeben. Also danke in diesem Fall nochmal, folgt mir auf meinen Kanälen und folgt mir auch bei Spotify, um den Podcast ein bisschen weiter nach oben zu pushen und dass den eventuell auch dann Leute mal erreicht, die mich noch nicht persönlich kennen und die mich durch den Podcast dann dadurch kennenlernen dürfen. Okay, also dann freue ich mich bei der nächsten Folge, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal.